Jetzt habe ich einfach so Schwimmsteuerung. Guck mal, wie gut die animiert ist. Oh. Ah, du kannst dich jetzt in das Vieh verwandeln. What? Oder zumindest eine Eigenschaft von ihm. Aktion ausführen. Dann geht auch rechts. Oh. Jetzt bist du zurückgekehrt. Rechts ging die Energie weg. Also, okay. Sie hatte rechts so eine Energie. Und als ich zu dem Monster wurde, aber nicht zu dem Monster wurde, ist sie runtergezählt. Sie sind nur auf 77, gerade war sie irgendwie auf 85. Hallo? Was ist das? Ich verstehe nicht, was dieses Spiel ist. Also ich liebe es, dass ich es nicht verstehe, aber was ist dieses Spiel? Kann ich einfach mal ein bisschen erkunden? Vor allem, wie weit ich auch von dem wegfliegen kann. Das sollte ich wahrscheinlich nicht machen, oder? Ich weiß es nicht. Ah. Hat es jetzt auch noch zusätzlich so eine halboffene Welt hier in dem Gebäude? Ah, das kann ich durch Türen. Ich meine, ich konnte versuchen. Weil Türen blocken Astralobjekte. Vielleicht kann ich sie als das aufmachen. Nope. Kann ich jetzt wieder zurück irgendwie? Was passiert, wenn ich keine Energie mehr habe? Ah, das sind bestimmt die anderen Kugeln. Die einen Kugeln waren Energie. Und die anderen Kugeln, die ich aufgesammelt habe bei den Gegnern, sind bestimmt diese Astral-Ding. Aber ich glaube, ich muss jetzt... Boah. Was ist jetzt? Ich habe eigentlich nur Kreis gedrückt. Ich glaube, es war die Ladezeit. Okay. War ein bisschen freaky gerade. Das ist etwas anderes. Habe ich irgendwie einen Missionslog oder so? Begenst, Waffen, Notizbuch. Nee, habe ich nicht. Da bin ich gekommen. Aber da unten war ich ja auch schon. Hm. Das haben Spiele früher oft gemacht. Einfach, dass du nicht wusstest, was du als nächstes machen musst. Ja. Ich merke das, Tom und ich, wir geben uns ja oft jetzt Hausaufgaben mit älteren Spielen gegenseitig und es ist die sowohl in Fragen des Level-Designs als auch in Fragen der tatsächlichen Missionsstruktur. Ja. Manchmal ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß, was ich machen muss. Ich komme zu Fuß da nicht weiter, weil die Treppe weg ist. Und dieser Orb, wenn wir doch nur eine fliegende Flugform hätten. Ich finde es ganz schön, dass er einfach in diesen Kreis gegangen ist und einfach jetzt gesagt hat, nö, du hast halt einen Astral. Okay. Ja, es gibt keine richtige Begründung dafür, ne? So, dann sagen wir mal, Orb, hör auf. Das ist wirklich cool animiert. Das sieht echt ziemlich cool aus. R2 war doch nach unten fliegen. Ja, danke. So. Und jetzt. Das ist ein super weirdes Spiel, aber halt so anders als andere Spiele, weißt du? Ja. Jetzt kann ich bestimmt das Ding kaputt machen. Ah, weil ich so viel wiege wie das andere Viech. Und jetzt kann der da hochklettern. Nice. Diese Rätsel. What? Diese Rätsel? Fuck. Das ist ja sehr, sehr spannend, alles, was hier passiert. Finde ich auch. Weißt du, woran mich das erinnert? An Primal. Weißt du, woran mich das erinnert? An Metal Gear Solid Snake Eater. Was? Ernsthaft? Die Leiter gerade. Ach so. Ich hatte das irgendwo mit Twin Snakes im Kopf, weil du Snake Eater gesagt hast. Weiß nicht wieso. Nein, nicht Twin Snake Eater. Ja, Primal. Wow! Ich glaube, zu erinnern, dass wir Primal auch mal auf Time to 3 kurz gespielt haben. Stimmt, für eine Folge oder so? Oder zwei? Ich glaube, gar nicht so mega kurz. Das ist aber ein paar Folgen lang. Das mochte ich sehr früh, das Spiel. Das war auch sehr beeindruckend. Irgendwie mache ich an denen keinen Schaden. Du schießt auch gar nicht so richtig. Ja doch, ich lade auf. Siehst du, ich lade das so auf. Ich kann halt entweder schnell schießen oder aufgeladen schießen. Okay, aber es gibt noch irgendeinen Trick. Ach, vielleicht kann ich nur schießen, wenn die sich materialisieren. Das machen die irgendwie nur manchmal oder so. Jetzt mache ich den weg. Ist er weg? No. Die Framerate ist eher so mittelgeil. Kann ja nur auch an dem Spiel nicht alles geil sein. Das stimmt. Also es könnte, aber... Ich nehme an, in dieser komischen Form, wo sie aussehen wie Ameisencatcher auf dem Fernseher, kannst du sie vielleicht nicht treffen? Ich glaube, ich sollte bei denen tatsächlich aus irgendeinem Grund nicht zu früh die Disc werfen, weil wenn ich die nicht werfe, sehr gut, ja, dann mache ich den, habe ich das Gefühl, einfacher Schaden. Eigentlich fast tot sein. Ja, er geht auch schon so in die Knie.
Ja. Wenn du irgendwie Lebensenergie bekommen könntest, das wäre mal ziemlich. Ich glaube, dieser rote Orb da sollte hoffentlich Energie sein. Ah, shit. Da habe ich schon eingesammelt. Ich hatte gerade 40, jetzt habe ich schon wieder 60. Da links lag einer. Ich glaube wirklich in der Form ja, ja. Bringt es nichts. Jetzt. Ah, okay. Dann kann ich jetzt werfen. Ja, ja. Was war das? Ich hab's teleportiert. Was für ein Cheater. Cheat eine Sau. Okay, das war jetzt sehr viel Munitionsverschwendung auch unter anderem. Ja, man aber muss ja auch erstmal ausprobieren, wie das Spiel funktioniert. Ja, so langsam haben wir die Systeme, glaube ich, hinter. Durchblickt, nicht hinterblickt. Steal sie nicht. Verstehst du, weil ihr Name so ähnlich klingt wie. It's great. Ah, tot. Nee, hat gar nicht viel getan. Die ein, zwei Stockwerke da. I'm a vampire. Alter, haben die coole Frisuren. Oh, guck mal, bin ich hier? Ist das da, wo das passiert ist in dem Intro? Ein bisschen sein. So. Das ist ein großes Schild, ne? It's Demon's Souls all over again. Ah, das krieg ich aber. Take this, Tower Knight. Easy. Das ist wirklich voll Tower Knight, auch mit den Bogenschützen da oben. Ich muss auf meine Munition aufpassen. Ich frage mich ein bisschen, die Pistole bringt ja nichts gegen Geister, ne? Also gerade haben die keinen Schaden gemacht. Ich versuch's nochmal. Doch, wohl. Ich glaube, ich habe gerade einfach nur auf das Ding geschossen, als das in dieser Spektralform war und dachte dann, dass die Person keinen Schaden gemacht hätte. Wer weiß. Du. Dann kannst du ja wenigstens mal. Ich liebe es, dass so keiner der Rückstoß hat, wirklich. Ja. Vielleicht muss ich. Oh, jetzt habe ich falsch gemacht. Die Granate sammelt auch gleichzeitig so Power-Ups ein und so? Ja, anscheinend. Okay. Man durchblickt es immer mehr. Ich finde das voll cool. Weißt du, ich liebe es, wenn irgendwie so eine Spielkonzepte, die versucht wurden, cool waren, aber die kein anderer jemals wieder aufgegriffen hat und so. Und das hier ist wirklich ziemlich einzigartig. Mhm. Ich meine, es ist immer noch Third-Person-Action, blablabla, aber. Mit einem Dreh. Und es ist ein CD-Spiel. Guck mal. Hey, wir haben eine CD. Sie dreht sich. Yay. Meinst du so, in 5 Jahren, wenn ein Ladebildschirm so aussieht, dann denken sich die Leute, die gerade angefangen haben, wie du. Was ist das denn? Hä? Was lädt denn? Was ist das? Ja, wie heutzutage mit Speichersymbolen in Word oder dem Telefonhörer auf Handys. So, der ist einfach mit dir abgehauen, oder? Ja, sieht so aus. Motherfucker. Ich bin digital. Finden Sie sich damit ab. Das ist der Typ, das ist der Matrix-Typ. Ah ja. Und die Löschung des internen Speichers. Konsequenz fehlender Energie. Was meine Primärfunktion angeht, die geht's ja in Scheiße. Wächter und Führer. Also gerade zum Wächter und Führer erklärt. Das geht ganz schnell am. Guckst einmal nicht hin. Der Geisterjäger. Die Geisterkammer. Die Geisterkammer. Sie ist sowohl Gefängnis für die Kreaturen, die sie fangen. Warum sieht sie aus wie eine Jukebox? Für meine erweiterten Funktionen. Sie können sich die Geister durch die Scheibe ansehen. Hey, langsam, Meister. Ich soll dir glauben, dass all das hier von Gespensterenergie angetrieben wird? Ich habe gerade Dutzende von Geistern über den Haufen geballert, aber ich kann nicht glauben, dass das alles hier von Gespensterenergie angetrieben wird. Ist für den Dampfenergie sowas Neues? So eigentlich altes, etabliertes Energie. Ich bin auf der gegangen, wurde in einer verlassenen Schule eingeschlossen und Zeuge der Entführung meiner Partnerin, okay? Ist das alles? Mhm. Abgesehen von dem ganzen Geisterstundenquatsch. Nein, was Sie getan haben, Officer Jones, war so blöd zu sein, die Geisterkammer zu leeren. So. Sie haben eine Schar Geister freigelassen. Oh, damn! Wie gesagt, ich würde auch ein bisschen Verantwortung dem geben, der den großen, ja, lass die Geister frei Knopf mitten zentral in diese Kamera gestellt hat. Dass Sie geschaffen haben. Sie müssen die Geister jagen. Falsch, ganz falsch, Kumpel. Ich muss nur meine Partnerin finden. Na also, das ist der echte Officer Jones. Die Frau kann erst zurückkehren, wenn alle Kreaturen wieder eingesperrt sind. So ist es immer, ne? Sie haben schon immer das Gleiche. Damsel in Distress mit und dann musst du Geister fangen und so. Ich komme erst hier wieder zurück, wenn alle Geister weg sind. Das ist wie meine Freundin, die sagt, sie kommt erst wieder, wenn ich mein Bart geputzt habe. Ja, ja, das ist dein einer Dämon, den du fangen musst, ist nur dein Bart.
Nicht mein Bart, mein Bart. Ach so, ich hab deinen Bart verstanden. Der kommt erst wieder, wenn ich meinen Bart geputzt habe. Das auch, ja. War aber nicht, was ich meinte. Was denn? Du willst mir sagen, was ich zu tun habe? Du kriegst jetzt coole neue Ausrüstung hier. Ich bin der Führer der Geisterjäger. Wieso sage ich Officer Jones, was er tun soll? Berechtigte Frage. Nur der Professor kennt die Antwort. Du sprichst in sehr schlechten... Er hat sich schnell umgezogen. Also, das war gerade noch... Der hat gerade noch andere Sachen an, oder? Ja, ja. What the f... Nee, der ja, ich weiß. Aber das war jetzt viel zu schnell. Ja, das war sehr schnell. Wo ist der Professor? Keine Information. Ist der vielleicht dahinter? Der sieht aus, als ob der gerade aus Jet Set Radio gesprungen wäre. Auf jeden Fall zu Stil. Positiv. Bitte fahren Sie fort. Zeit ist enorm wichtig. Und Witz, wenn ich das Spiel 2003 gespielt hätte, ich glaube ich, geliebt. Das ist ja auch ein bisschen was von den Shootern der Zeit wie Siphon Filter und sowas, das wir auch schon mal gespielt haben. Wow, okay, jetzt bin ich im Ego-Modus, sehe die Waffe hier nicht und kann dann hier snipern. Ich mag diese Art von Sniper-Modus nicht, wo du kein echtes Scope hast. Nee, ich auch nicht. Was ist das? Das ist der Terminator-Modus. Okay. Aber guck mal, schon 2003 so ein Weapon Wheel gehabt, wo ich mit den beiden Analogsticks irgendwie entscheiden kann. Ist auch nicht so selbstverständlich. Nee. Oh, ist das schon... Das Spiel ist seiner Zeit voraus. Es hat leider den generischsten Namen aller Zeiten. Ghost Hunter. Ghost Hunter. Ghost Hunter. I'm a Hunter of Ghosts. Ghost Hunter. Dann gibt es ja noch Geist von Nintendo oder auf Nintendo, auf dem Gamecube. Ich weiß nicht, ob ich das kenne. Das ist tatsächlich einfach, da spielst du einen Geist und das Spiel heißt Geist, international. Boah. Was macht dieses Spiel? Wieso sind wir jetzt... Das ist ja... What? Ich bin so begeistert. Ich bin verwirrt und begeistert. Oh, ich mochte gerade den musikalischen Jingle. Ich darf nicht entdeckt werden. Macht ihr jetzt ein Stealth-Spiel draus? Bitte nicht. Ich muss ruhig bleiben und außer Sicht. Das ist ja richtig gut. Dann ducke ich mich mal, wa? Ich sehe gar nicht, wo hier irgendwas ist. Hä? Keine der Türen geht auf. Ich sehe nicht, wovor ich mich verstecken soll. Aber es macht Geräusche. Ist hier ein Drache? Nein, das ist ein Baum. What is happening? Ich kann mich immer nur an die Wand lehnen, aber nirgendwo eine Tür aufmachen. Guck mal, selbst diese Tür sieht doch sehr aufmachbar aus. Sie sieht äußerst aufmachbar aus. Sie ist in fact nicht aufmachbar. Ich habe das Gefühl, ist irgendwas falsch gelaufen. Ja, irgendwie wie Bug oder so? Keine Ahnung. Oder hier? Die Gruft? Ja, da kann ich auch mal ranlehnen. Ah, okay. War mal ein bisschen. Hey Leute! Muss ich irgendwas mit dem Snipergewehr machen, weil ich das gerade erst bekommen habe? Oben oder was? Nicht? Ja, da im Fenster hat man gerade was gesehen. Ah! What the fuck is that? Alter, ich könnte dir schwören, hier haben so viele Leute das Spiel aufgehört, weil sie nicht weiter wussten. Bestimmt. Weil niemand guckt je nach oben in Videospielen. Das ist ein Fakt. Niemand guckt je nach oben. Ist ja auch tatsächlich im echten Leben so. Ich gucke gerade zum ersten Mal an eure Decke. Ja, das ist eine Decke, ne? Ja, ich wusste zum Beispiel nicht, dass ihr da dieses kleine Relief hier habt, dieses, was da rumgeht. Okay, das hat keine Wirkung. Das ist ja irgendwie nicht so geil. Vielleicht muss ich erst das werfen. Hä? Solche Stellen sind eine der frustrierendsten Sachen in Videogames. Ich kann gerade nicht mehr laufen. So, vielleicht diese Waffe. Wie denn? Warum denn keine Wirkung? Das ist ein Geisterschwein. Muss ich da einfach die Granate draufwerfen, vielleicht? Komm raus. Ach, was ist denn? Was denn los hier? Ach! Das Ding kommt hier raus und ich muss. Das darf mich nicht sehen, während es hier rumfliegt. Das hat der mir doch gerade das Tutorial gegeben, von wegen. Okay, das ist aber richtig schlecht präsentiert gewesen. Was macht das jetzt? Guck, wie creepy das ist. Öffnet das dir? Das irgendwie macht bestimmt die Tür auf. Warum sollte es? Weil jetzt ein netter Geist ist. Ist das Buddel da? Da hat ein Ding gebuddelt hier. Kann ich mehr. Nee, holen? Ich glaube, das Ding hat es gerade gedroppt. Ich glaube, das ist Stuhlgang. Kann ich jetzt kaputt machen?
Nee. Ich darf einfach tatsächlich nicht gesehen. Okay. Und jetzt fliegt's da durch. Das ist kein gut präsentierte Sequenz Sweet gewesen. Jesus. That wasn't great. Sweet Jesus.